Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Herr Gerke, Sie wollen die Sprachlosigkeit überwinden. Was Sie vorgetragen haben, macht eigentlich sprachlos, weil Ihr Blick auf Russland ist und auch auf Präsident Putin ist seltsam verklärt. Und Sie nehmen Realitäten nicht wahr und verdrängen sie vielleicht auch. Russland sehen Sie, und das hatte Ihr Kollege Erler auch schon gesagt, als Opfer westlicher Expansionspolitik. Die NATO erklären Sie für überflüssig. Herr Gerke, das ist gediegen abwegig, was Sie hier vorgetragen haben. In einem Punkt stimme ich Ihnen zu. Ich zitiere aus Ihrem Antrag: Die Verbesserung der deutsch-russischen Beziehung liegt im Interesse aller friedliebenden Menschen in Deutschland und Russland. Sie sind auch im Interesse gesamteuropäischer Politik. Das ist richtig, stimme ich zu. Und richtig ist sicherlich auch, dass die Konflikte in Europa an seinen Grenzen und die globalen Konflikte im Nahen Osten nur in Zusammenarbeit mit Russland gelöst werden können. Auch richtig. Aber wie soll das gehen und wie soll das Verhältnis zu Russland wieder besser werden? Und hier liegen unsere Positionen natürlich ganz weit auseinander. Ich will drei Punkte herausgreifen. Wo liegen die Ursachen für die Verschlechterung des Verhältnisses? Zweitens, welche Bedeutung kommt der NATO zu? Und drittens, wie beurteilen wir die Sanktionen? Andere ähnliche Punkte sind auch schon angeklungen. Erstens, Sie fordern in Ihrem Antrag eine Rückkehr, Zitat, zum Völkerrecht von beiden Seiten in Europa, in Ost wie in West. Sie können doch nicht im Ernst Deutschland und Europa im Hinblick auf die Einhaltung des Völkerrechts auf eine Stufe mit Russland stellen. Das kann nicht sein. Das ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Nicht ein einziges Mal erwähnen Sie die... Ganz ruhig. Hören Sie zu, und dann können Sie ja auch was dazu sagen. Nicht ein einziges Mal erwähnen Sie überhaupt die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Vorgänge in der Ostukraine. Sie haben ja sicherlich recht, die Bevölkerung Russlands will keinen Krieg. Die Politik Russlands führt aber einen Krieg, und das in der Ostukraine. Nach wie vor sterben dort täglich Soldaten, Zivilisten, zuletzt auch ein Mitarbeiter der OSZE. Es gibt sicherlich, das will ich hier auch einräumen, in diesem Konflikt auch nicht hinnehmbare Aktionen der Ukraine. Das sollte man ehrlicherweise sagen. Aber die Hauptverantwortung, auch das muss doch klar sein, für diesen Konflikt trägt eindeutig Russland. Seine Soldaten, Panzer, Geschütze und Minen haben nichts, aber auch gar nichts in der Ukraine zu suchen. Sie haben der Ukraine 1994 territoriale Integrität zugesagt, wegen des Verzichts auf Nuklearwaffen. Sie sollten nicht die Verlässlichkeit und den politischen Kooperationswillen des Westens anmahnen, sondern umgekehrt die Verlässlichkeit und den politischen Kooperationswillen Russlands einfordern. Wird höchste Zeit. Sie haben ja auch gute Beziehungen, besser als ich. Ich bin zwar dem Land sehr verbunden. Meine Großmutter ist in St. Petersburg geboren. Meine Familie hat lange im Baltikum gelebt. Also ich habe eine große Liebe zu Land und Leuten, Kultur, aber nicht zur Politik, ganz bestimmt nicht. Zweitens, was Sie zur NATO sagen, Sie fordern den Abbau der Strukturen der NATO und damit eine Auflösung des westlichen Militärbündnisses. Dazu gibt es von uns eine ganz klare Antwort, nämlich nein. Die NATO sollte nicht abgebaut werden, natürlich, sondern eher gestärkt werden. Das hat ja sogar Präsident Trump eingesehen, der ja zunächst ebenso wie Sie davon sprach, dass die NATO obsolet sei. Wann werden Sie begreifen von den Linken, dass die NATO nicht auf Angriff, sondern ein Verteidigungsbündnis ist? Wir verdanken nicht zuletzt diesem Bündnis unsere Freiheit und Jahrzehnte des Friedens in Europa. Und dafür sollten wir auch mal richtig dankbar sein, und Sie sind das gar nicht.
Und wenn wir über unsere NATO-Partner Polen, Litauen, Lettland, Estland reden, die wären ja entsetzt, Herr Gierke. Ich weiß nicht, wann Sie da zuletzt waren oder ob Sie überhaupt da je waren. Wenn wir ein Ende der NATO einläuten würden. Diese Länder haben bittere Erfahrungen mit Russland und der Sowjetunion gemacht. Das Leid der Deportationen nach Sibirien ist nicht vergessen. Diese Länder leiden auch heute unter russischer Desinformation und Propaganda in den russischen Medien. Und auch Grenzverletzungen durch Überflüge sind an der Tagesordnung. Also, es ist völlig, völlig abwegig, dass Sie hier fordern, die NATO abzubauen. Drittens, Stichwort Sanktionen. Auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und auf die russische Unterstützung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine antworteten die USA, Kanada und die EU mit Sanktionen, zunächst gegen russische Einzelpersonen, danach mit allgemeinen Finanz- und Wirtschaftssanktionen. Diese Sanktionen sind zurzeit übrigens das einzige Mittel, eine rote Linie gegenüber der Expansionspolitik Putins zu ziehen. Sie von den Linken fordern ein Ende der Sanktionen, aber dazu müssen Minimalforderungen erfüllt werden. Waffenstillstand, Rückzug schweren Geräts und uneingeschränkter Zugang von OSZE-Beobachtern eben Minsk. Russland hat also den Schlüssel für die Beendigung selbst in der Hand. Und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Natürlich muss der Dialog auf allen Ebenen geführt werden. Und das tut Angela Merkel und übrigens auch unser neuer Außenminister Gabriel vorbildlich. Und auf anderen Ebenen muss dieser Dialog auch geführt werden. Aber es ist eine Legende, wenn Sie meinen, dass von unserer Seite dieser Dialog nicht gesucht wird. Das ist falsch, sondern wir kriegen keine Gesprächspartner. Natürlich müssen wir die Zivilgesellschaft unterstützen. Der Kulturaustausch im Rahmen unserer auswärtigen Kulturpolitik. Übrigens heute hat es ja eine Frau Kollegin, ich muss Sie wirklich bitten, zum Schluss zu kommen. Ja, in Sotschi gegeben. Eine Kulturolympiade ist geplant und ein Deutscher ist der Intendant. Wunderbar. Und auch Jugendaustausch und Studentenaustausch sind natürlich wichtig. Das heißt, wir müssen viel tun, aber nicht das, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Und deshalb lehnen wir ihn ab. Und Frau Präsidentin, ich habe heute Silberhochzeit mit dem Pult. Das ist nämlich meine 25. Rede. Und deshalb hat sie ein bisschen länger gedauert. Vielen Dank. Das weiß ich nicht, ob ich zu einer Silberhochzeit mit dem Pult gratulieren soll, ganz hat Frau Wutschmann. Aber dass Sie ein Rednerjubiläum haben, ist auch ganz nett. Als nächste Rednerin hat Marie-Louise Beck das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.